Stellen Sie sich vor, es ist ein ganz normaler Morgen. Menschen auf der ganzen Welt schalten ihre Computer ein, bereit für einen neuen Tag. Doch etwas ist anders. Nichts passiert. Der Bildschirm bleibt schwarz. Panik bricht aus. Der Grund? Ein IT-Fehler, der die halbe Welt lahmgelegt hat. Was zunächst wie ein schlechter Scherz klingt, wurde im April 2025 bittere Realität. Ein Fehler in Windows-Domänen-Controllern, diesen unscheinbaren, aber essentiellen Wächtern von Unternehmensnetzwerken, brachte Unternehmen weltweit zum Stillstand. Produktion stoppte. Kommunikation brach zusammen. Der wirtschaftliche Schaden, erneut, gigantisch. Am 18. April 2025 berichtete Born's IT-Blog erstmals über einen kritischen Fehler in Windows-Domänen-Controllern. Was zunächst nach einem alltäglichen Software-Bug aussah, entpuppte sich schnell als tickende Zeitbombe. Der Fehler betraf die Zuordnung von Firewall-Profilen nach einem Neustart des Systems. Domänen-Controller sind das Herzstück großer Unternehmensnetzwerke. Sie verwalten Benutzerauthentifizierung, Zugriffsrechte und viele weitere sicherheitsrelevante Funktionen. Ein Fehler in diesem System kann fatale Folgen haben. Denn diese Controller steuern nicht nur einzelne PCs. Sie sind das Rückgrat ganzer Konzerne, Banken, Hosting-Systeme, Cloud-Strukturen. Wenn ein Unternehmen hunderte oder tausende Domänen-Controller nutzt und alle nach einem Patch-Day gleichzeitig durchstarten, dann zieht sich dieser Fehler wie ein schwarzer Schleier um die Welt. 100.000 Arbeitsplätze? Eine Firma. Ein Fehler. Kein Zugriff, kein Login, kein Betrieb. Microsoft selbst hat den Fehler bestätigt. Die Ursache. Nach einem Neustart ordnet Windows die Firewall-Profile falsch zu. Die Folge? Der Domain-Controller erkennt das Netzwerk nicht mehr korrekt und ist unsichtbar. Tot. Stellen Sie sich Domänen-Controller als die Schaltzentrale eines riesigen Bürogebäudes vor. Sie regeln den Zugang zu einzelnen Büros, verwalten die Stromversorgung und überwachen die Sicherheitssysteme. Fällt die Schaltzentrale aus, herrscht Chaos. Genau das passierte im April 2025. Der Fehler in der Firewall-Profilzuweisung führte dazu, dass sich Domänen-Controller nach einem Neustart selbst aus dem Netzwerk aussperrten. Die Folge? Ein Domino-Effekt, der ganze Netzwerke lahmlegte. Und das ist nicht alles. Weitere Szenarien betreffen den Syswohl-Inhalt. Wenn ein DC beim Reboot seinen Quellserver nicht mehr erreicht, startet er nicht richtig. Oder der Netzwerkdienst erkennt nur ein privates Netzwerk. Und das System sucht gar nicht erst nach der Domäne. Der Fehler selbst war trivial. Durch eine fehlerhafte Konfiguration wurden nach einem Neustart des Domänen-Controllers die falschen Firewall-Profile geladen. Dies führte dazu, dass der Domänen-Controller selbst keinen Zugriff mehr auf das Netzwerk hatte. Doch die Auswirkungen waren verheerend. Unternehmen auf der ganzen Welt waren betroffen. Von Produktionsstätten, die ihren Betrieb einstellen mussten, bis hin zu Banken, die keine Transaktionen mehr durchführen konnten, reichte das Chaos. Was passiert, wenn große Ketten, Supermärkte, Krankenhäuser oder IT-Hostings betroffen sind? Wenn DNS, Authentifizierung und Filezugriff wegfallen? Es braucht keine Cyberattacke. Ein simpler Restart reicht. Wichtig ist nun die Lösung? Augen auf bei DNS und IPv6-Konfigurationen. Und? Check die Ereignisprotokolle, bevor du blind rebootest. Microsoft arbeitet an Fixes, aber jeder weiß, wie lange das bei Microsoft dauern kann. Und wenn welche herauskommen, dann ist das womöglich wie bei den Windows 10 11 Updates 24H2, die dann ein 3-4 Jahr immer andere Nebeneffekte auslösen, wie Bluescreens etc. Also, wer jetzt nicht vorbereitet ist, könnte in Kürze vollständig im Dunkeln stehen. Doch was bedeutet das wirklich für uns? Es ist ein Weckruf. Viele IT-Informatiker warnen schon seit langem, einem unqualifizierten Unternehmen wie Microsoft zu vertrauen und dies die Verantwortung unserer IT für insbesondere Sicherheitsbereiche wie Krankenhäuser, Energieversorgung, Flughäfen, Bahnverbindungen etc. anzuvertrauen. Es wird wirklich Zeit, Microsoft aus den Unternehmen und Behörden zu verbannen und auf alternative und beherrschbare Systeme umzuswitchen. Und ich würde mich nicht wundern,
wenn plötzlich Microsoft wieder behauptet, die Russen waren schuld. Ein Signal, dass wir unsere Netzwerksicherheitspraktiken überdenken und verbessern müssen. Prävention ist der Schlüssel. Regelmäßige Überprüfungen, Updates und Schulungen für IT-Teams können den Unterschied zwischen einem kleinen Zwischenfall und einer globalen Katastrophe ausmachen. In der Welt der digitalen Infrastruktur gibt es keine kleinen Fehler. Jeder noch so kleine Fehltritt kann massive Auswirkungen haben. Deshalb ist es wichtiger denn je, wachsam zu bleiben und proaktiv zu handeln. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Netzwerke und die Welt, die sie verbinden, sicher und stabil bleiben. Lasst uns aus dieser Erfahrung lernen und stärker zurückkommen. Die Zukunft liegt in unseren Händen und mit den richtigen Maßnahmen können wir sie sicher gestalten.